Eigentlich die Wahrheit, ja. Ich bin jetzt bei vor 2 Jahren gerade. Aha. Vor 2 Jahren, es war der größte Fall, mit dem ich jemals betraut wurde. Der Marshall. Na. Polizei und Staatsanwaltschaft brauchten dringend entscheidende Beweise. Also haben sie ihn nie gelöst. Ganz im Gegenteil. Er wurde sehr sauber gelöst. Der Verbrecher wurde gefasst und hingerichtet. Yay. Er wurde zu Chop Suey verarbeitet. Hingerichtet? Hingerichtet, nicht angerichtet. Ja, der Verbrecher bekam seine gerechte Strafe. Besser geht's nicht. Das einzige Problem war, man fand niemals entscheidende Beweise. Nicht einen einzigen. Oh. Was? Aber der Verbrecher wurde hingerichtet, richtig? Eine Art Beweise. Erfundene Beweise. Was? Sie meinen, es wurde jemand aufgrund erfundener Beweise hingerichtet? Der beste Teil kam einige Monate nach der Verhandlung. Gegen jenen Inspektor, der mit dem Fall zu tun hatte, wurden Maßnahmen ergriffen. Einige wurden zu Streifenpolizisten degradiert, andere verloren ihre Arbeit. Und Sie gehörten dazu? Ich und eine weitere Person, die Sie sehr gut kennen. Aber Goodman blieb drin. Ja, und Marshall. Moment, naja, nee, Marshall wurde degradiert, sie wurde rausgeschmissen und Goodman hat alles behalten. Goodman musste sein... stimmt. Marshall und Angel haben aus Rache, dass er als einziger seinen Job behalten durfte, Goodman umgebracht. Aber dann müsste es ja irgendeinen Grund gegeben haben, warum er seinen Job behalten hat. Weswegen sie sauer sein sollten. Weil er mit der Staatsanwältin geschlafen hat. Ah, natürlich. Mit Anna genau. Sky. Ja. Genau. Moment, warte es? Ja, er hat hier ihren Schal da umfair. Egal. Ja. Genau, Wachtmeister Jake Marshall. Er arbeitet im Bereich für Sicherheit bei der Polizei, nicht wahr? Entschuldigung. Inspektor Marshall. Ja. Als professionelle Inspektoren hatten wir den Fall aus allen Blickwinkeln untersucht. Von links, von rechts, sogar von unten. Und sogar von Jake schräg rechts. Sogar von schräg rechts oben. Ja. Wir haben keine Richtung ausgelassen und Jake war sehr entschlossen. Und dann war es vorbei. Er wurde degradiert. Wie auch immer. Er hat es nicht vergessen und ich auch nicht. Sie haben SL9 nicht vergessen? Dieser Fall hatte noch eine weitere Seite. Eine versteckte Seite. Und um die geht's uns. Und keiner der spießigen Bürohengste kann uns aufhalten. Aber diese Lunchboxen, die sie verkaufen. Ich verkaufe nur aus einem Grund Lunchboxen an diesem verfluchten Ort. Ich komme her, um alte Freunde zu treffen. Liebhaber, die mir bei der Ermittlung helfen. Miss Stars ehemalige Liebhaber, wie viele sie wohl hat? It's over 9000! What, 9000? Besser kannst du den Sound nicht anbringen. Nee. Kaum sind die zuständigen Inspektoren verschwunden, finden wir neue Beweise. Es muss eine Verbindung geben. Nun, Anfänger. Wie bitte? Anscheinend wollen Sie diesen Fall wirklich untersuchen. Ja. Yep. Sollten Sie dies nehmen? Eine Steak-Lunchbox? Ich kenne jemanden, der Ihnen helfen könnte, wenn Sie ihn mit diesem Leckerbissen locken. Grossberg? Steak-Lunchbox von Miss Star erhalten. Miss Star? Ach, Master Marshall ist der... Ja, sind Sie seine... Sind Sie zusammen? Ach, willst du es wissen? Ich habe mich nur gefragt, was mit ihm passiert ist. Vor langer Zeit, als ich meiner Schwester bei den Fällen half, war er so nett. Ich verstand mich mit meiner Schwester so gut, dass ich richtig eifersüchtig war. Und er war so nett zu mir damals. Das muss gewesen sein, als Wachtmeister Marshall noch Inspektor war. Aber jetzt? Jetzt ist er so abweisend. Ich arbeite bei dieser Ermittlung nur zusammen. Lass die Vergangenheit ruhen, sonst nichts weiter. Ich verstehe. Vielen Dank. Ach, Meister Jake Marshall. Okay. Wollen wir trotzdem nochmal das Ding ins Präsentieren tun?
Was jetzt? Das, die Goodman-Notiz. Okay, warte. Präsentieren. Blub. Was halten Sie davon? Verlassen! Nein! Auf dem Messer. Ach Quatsch. Auf dem Messer. Und in der Notiz. Goodman. Goodman war der leitende Inspektor. Das hatten wir schon, oder? Ja. Wissen Sie? Wirklich? Ach so, da kommt einfach nur das Gleiche, okay. Ja, ja, da gut, kommt das Gleiche wie beim Messer. Ja, okay. Dann war's das. Gehen wir. Fragt sich nur, wohin? Zu Edgy? Zu Edgy. Ach, wie schön das da aussieht. 23. Februar, Büro des Oberstaatsanwalts. Zimmer 1202. Tja, das Zimmer ist heute richtig aufgeräumt. Und morgen wird es auch aufgeräumt sein. Zufällig ist er nicht hier. Ich bin mir sicher, dass er unterwegs ist, um wichtige Ermittlungen zu führen. Ich hoffe, dass er das macht. Ich glaube, wir müssen später wiederkommen. Na gut. Okay. Tiefgarage. Okay. Müssen wir ja. Polizeireviereingang? Können wir mal probieren, ja? So, Polizeireviereingang, genau. Da gehen wir mal hin. Und, 23. Februar, Polizeireviereingang. Passt zwar nicht dazu, aber... hier ist heute mehr los als gestern. Die Inspektoren rennen so schnell herum, dass sie ganz verschwommen aussehen. Ich denke, das ergibt Sinn. Ein Inspektor wurde im eigenen Revier ermordet. So, der Beweisraum, der Tatort. Den Plan zufolge, den wir am Eingang bekommen haben... Diesem Übersichtsplan zufolge, hier ist es. Sie erinnert mich an ein Kind im Vergnügungspark. Was habe ich eigentlich auf der 2? Genau. ein echter Tatort. Lass ihn uns mal ansehen. Bewegen? Können wir rein oder was? Kriminalabteilung, ja. Wachraum. Wachraum? Gehen wir in den Wachraum? Okay. Oh. 23. Februar, Eingang, Beweisraum, Wachraum. Was ist denn das für eine Einrichtung? Sie ist sehr exzentrisch. Laut Prospektor, sie ist der Wachraum des Beweisraums. Der Prospektor. Prospektor Gamschuh, er wurde degradiert. Hinter dieser Tür befindet sich also der Beweisraum. Der Tatort? Sieht ganz so aus. Was ist denn? Diese Kakteen! Sie sind so stachlig und imposant! Oh, ich kann kaum klar denken! Yep. Wenn du nicht mit Kakteen klarkommst, solltest du dich von der Wüste fernhalten. Und von Marshall. Wenn das hier ein Wachraum ist, wo ist dann die Wache? Ich glaube, ich weiß schon, wer der Wachmann ist. Oh. Wer? Untersuchen? Na, Marshall. Untersuchen? Ein Seil! Das Seil untersuchen? Ja. Oder ein Lasso? Guck mal, auf dem Boden liegt ein Lasso. Ich wusste es. Lasso, Fass! Echt, machst du nebeneinander ein Lasso und ein Fass? Lasso, Fass. Hasso und Lassie, Lasso. Oh Mann. Sieht aus, als soll etwas damit gefangen werden. Eine Falle? Hier? Warte, ich hab's! Vielleicht wollte jemand einen wilden Bullen fangen. Und das Lasso hat verfehlt. Einen wilden Bullen fangen. Du hast echt eine blühende Fantasie. Was noch? Ah, die Klamotten da. Okay. Da hängt eine Wachuniform. Die sieht eher nach einem Kostüm als nach einer echten Uniform aus. Eine Lederjacke, Lederhose, Leder. Wie heißt das doch gleich? Pancho? Poncho? Pincho? Poncho. Ich hab's, ein Poncho. Poncho. Das war's wohl auch nicht. Leder, das heißt SM. Das ist ein Poncho. 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 Lol. Irgendwie so ekelhaft. Ja. Moment mal. Das müsste ich mal bringen.
Aber ich behalte diese Information lieber erstmal für mich. Die Kakteen? Ja. Jo, der ist stachlig. Das ist der Inbegriff des Kaktus. Ein großer würde mir schon reichen. Dieser Kaktus erinnert mich sehr an meine Schwester. Miss Sky? Ja, denn sie rasiert sich nie die Beine. Ich sag ja, umhüllt von einer kalten, steifen Schale mit Stacheln in allen Richtungen. Genau wie sie. Ich sehe mir den Kaktus jetzt schon eine Weile an, aber ich entdecke keine Ähnlichkeit. Es geht mir eher um die innere Einstellung als um den rein äußerliche Ähnlichkeit. Ach so. Joey, genau. Warte mal, da ist auch ein Hut drauf. Den Hut hätte ich jetzt auch. Der Hut ist stachlig. Hat viele Löcher. Zumindest sieht so aus. Nee, es ist wieder nur ein Kaktus. Kaktus, 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 Kaktus. Wir können doch hinten irgendwie was in der Mitte. Die komischen Monitore. Bei dieser Konsole da, ja. Das scheint die Anlage zur Videoüberwachung des Beweisraums zu sein. Zu dem Monitor blinkt ein Licht. Daneben steht Aufnahme. Ich wette, mit diesem Computer können wir überprüfen, wer hier rein und raus ging. Und wie machen wir das? Gar nicht. Doch, den Computer, indem wir den Computer anklicken, rechts. Oh, sieh. Das scheint die Anlage zur blub 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 zu sein, hä? Geht nicht. Na, dann sollen wir das jetzt wahrscheinlich nicht machen. Nö. Na gut. Bewegen. Eingang. Na gut. 23. Februar, Polizeirevier-Eingang. Dieser Ort ist hektisch wie immer. Bitte. Hä, war das nicht? Eine Steak-Lunchbox, bitte. Oh, Sie sind's. Hab ich schon vermisst. Inspektor Gumshoe. Dies ist ein Übersichtsplan. Dafür will ich eine Steak-Lunchbox. Keine Zeit für ein Schwätzchen, Junge. Hab zu tun. Was ich wirklich brauche, ist eine Steak-Lunchbox von Lunchland. Warum? Wow. Sie meinen eine von dir? Dass das tatsächlich Gumshoe jetzt auch noch ist, dem wir das Ding geben müssen. Oh, Sie meinen eine von diesen? Sie ist aber eigentlich nicht zu verkaufen. Oh, ich glaube, ich habe gerade gehört, wie es ihm das Herz brach. Jetzt ist keine Zeit zum Trübsalblasen. Wir haben unseren Verbrecher gefasst. Jetzt fehlen nur noch die Beweise. Den Verbrecher? Sie wollen damit sagen... Haben Sie gehört, dass jemand im Beweisraum des Reviers erstochen wurde, Junge? An dem Tag, an dem ein Inspektor in der Tiefgarage der Staatsanwaltschaft starb, wurde ein anderer Inspektor im Polizeirevier umgebracht. Und der Täter? Haben Sie einen Verdächtigen? Da gibt's ihn. Er wurde gerade festgenommen. Es ist der größte Skandal aller Zeiten fürs Revier. Alles geht runter und drüber. Ja, das wissen wir. Aber Inspektor Gumshoe, wer war's denn? Hören Sie zu, Junge. Ich weiß nur, dass ich eine Steak-Lunchbox brauche. Sofort. Vom Rumstehen und Quatschen bekomme ich keinen vollen Bauch. Was? The fuck? Warten Sie, gehen Sie nicht weg! Wenn Sie mehr wissen wollen, gehen Sie zur Staatsanwaltschaft. Strafanstalt, Junge! Strafanstaltschaft. Staatsanstalt. Das Verhör dürfte zu Ende sein, deshalb wird er jetzt wohl schön weinen. Später! Er lief zum Beweisraum! Nun, diese Ermittlungen laufen ja rasend schnell an. Strafanstalt? Sollen wir in die Strafanstalt oder doch lieber... Ja. Ja, aber wie kommen wir da rein? Müssen wir, glaube ich, erstmal... Kriminalabteilung? Tiefgarage. Müssen wir von der Tiefgarage aus dann... Ja, ich glaube, die Tiefgarage war so der zentrale Knotenpunkt. Okay. Genau. Bewegen in die Strafanstaltschaft. Ding, 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 ding. 23. Februar, Strafanstalt, Besucherraum. Dennoch, irgendwie habe ich jetzt ein besseres Gefühl. Wenigstens ein bisschen. Nun, Sie haben die Person gefasst, die Inspektor Goodman erstochen hat, nicht wahr? Ja, ich glaube schon.